Guten Tag, liebe Freunde von Schoner Autobrokers International in Fort Lauderdale. Hier ein sehr cooles Fahrzeug, sehr selten, auch nur in den USA so zu bekommen. Hier sehen Sie einen neuen 2020er Toyota Land Cruiser als Heritage Edition. Heritage ist das 63. Jubiläum des Land Cruisers. Das klang natürlich ein bisschen blöder, also nennen sie es Heritage Edition. Obwohl Ford dann ja auch gerade so ein Mustang rausgebracht hat. Den Wagen gibt es in zwei Farben, Blizzard Pearl oder Midnight Black. Und hier ist es dann Blizzard Pearl, also weiß Metallic. Das Spezielle an der Heritage Edition sind die Felgen. Das sind 18 Zoll BBS Felgen. Und der Yakima Mega Dachgepäckträger. Hinzu kommt die schwarzen Außenspiegel, der leichte Chromgrill und gehen wir mal rum um das Auto. Das ist auch ein schönes klassisches Landcruiser-Zeichen von früher. Und auch hier die Rückleuchten sind etwas speziell für die Heritage Edition. Das Fahrzeug ist ein, ich würde sagen, geländegängiger Luxus-SUV mit einem großen Motor, 5,7 Liter, 8 Zylinder und 381 PS. Sehr, sehr zuverlässig, sehr, sehr langlebig, nicht billig. Unten haben wir dann, wie man sehen kann, das Ersatzrad. Schauen wir mal in den Kofferraum. Beziehungsweise nochmal hier der Dachgepäckträger, die BBS-Felgen, drumherum von der Sicht her ein ganz interessantes Fahrzeug für einen unserer deutschen Kunden. Nach 1200 Heritage Editions sind produziert worden und nun geht auch die Heckklappe elektrisch auf. Wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen ging das vorher nicht. So, den gibt es nur als Fünfsitzer. Man hat hier viel Stauflächen hinten. Tolle Geschichte. Viel Platz hinten. Und die haben ganz bewusst die zwei Sitze hinten nicht reingesetzt. Deshalb hat er auch zwei Becherhalter weniger als die normale Variante. Weil er ja so ein bisschen Richtung Offroad geht. Und nicht die Soccerman-Variante ist. Der hat auch keine Running Boards, das heißt, die Einstiegshöhe ist relativ hoch für dieses Fahrzeug. Schauen wir mal innen. Innen ist das Fahrzeug, wie gesagt, sehr luxuriös und beständig. Platz ist auch satt, auch von der Höhe her passt da alles. Das heißt, da kann man bequem zu viert oder zu fünft reisen. Man hat natürlich sehr viele Gepäckmöglichkeiten, inklusive dem Dachgepäckträger. Schauen wir hier ins Innere. Da ist ein bisschen Holz zu sehen. Dreifache Memory-Sitze. Das ist ein JBL-Soundsystem mit 12 Lautsprechern. Schiebedach ist serienmäßig. Volllederausstattung. Springe ich mal rein in das Ganze und mache den Wagen wieder an. Handbücher. Da ist alles da. Schlüssel. Hier sind ein paar der Offroad-Möglichkeiten. Ein Crawl-Modus. Sitzheizung. Sitze sind belüftbar. Da hat er eine 8-Gang-Automatik, nicht 6-Gang. Auch interessant. Dann Rückfahrkamera komplett mit Bird's Eye. Großes Soundsystem, haben wir schon besprochen. Zweites LCD-Display, Multifunktionslenkrad. Er hat sogar noch einen CD-Player. Das ist auch so ein typisches Ding, was Toyota dann macht. Finde ich wieder lustig. Fährt sich sehr, sehr angenehm. Und ist, wie erwähnt, nicht sehr billig. Also Sie müssen hier in den USA schon mit einem Listenpreis von über 90.000 Dollar rechnen. Ja. Ja, viel Chrom, viel Platz,
etwas wahrscheinlich antiquiert in diesen Zeiten. Da ist der wuchtige 8-Zylinder nochmal, 5,7 Liter. Der brummt so richtig angenehm vor sich hin. Für Freunde 8-Zylinder oder 12-Zylinder, so wie wir, ist das ein sehr schönes Fahrzeug. Einfach substanziell, würde ich sagen, hält sich der Wagen und ist ganz was Besonderes. Wir, das Team von Schöne Autobrokers, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt mit Ihrem 2020er Toyota Land Cruiser Heritage Edition in Blizzard Pearl White. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Speditionspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Und dort wird es dann fachgerecht in Container verpackt und geht bald auf seine Reise nach Bremerhaven und von dort zu seinem Kunden. Und nochmals, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen und auf Wiederhören.